Das werde ich noch meinen Abonnenten erzählen. So, Leute. Jetzt geht's erstmal weiter. Okay, ich müsste das eigentlich ganz normal stacken können. Ich muss jetzt erstmal runterkommen. Ich hoffe, das ist einfach nicht so extrem jetzt für euch. Immer noch überwältigt. Ah, es ist... Wow. Copy. Paste. Also hätte ich jetzt eine Facecam an, würdet ihr einfach so mein Dauergrinsen hier gerade sehen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das hat mich jetzt total abgebracht. Hallo, The Redstone. Ja, Josef war hier. Du hast ihn leider verpasst. Und er hat einfach mal eine 10-Euro-Spende da gelassen. Ein Ehrenmann. Weil ich ja auch mitgeholfen habe am Freizeitpark. Und ich denke, er hatte ja gesagt, dass er die Strecke auch schon gesehen hat. Ich denke, diese Strecke ist mittlerweile sicher dann im Spiel drin. Danke auch für die 2 Abos, die gerade noch reinkamen. Sehr cool. Jens muss off. Dann bis dann. was haben wir noch? Ich würde gerne da. Ja. Alles klar. Ich schau mal, wie es jetzt hier weitergeht. Ich muss jetzt mal schauen, dass wir hier dann mit dem Wasser weitermachen. Und wie ist denn der Boden überhaupt von dieser ganzen Strecke? Das können wir jetzt mal schauen. Das hat mich natürlich jetzt total off track geworfen. So, hier ist es so. Und das sind immer die Blöcke auf der Höhe mit den Baumstämmen. Okay, das machen wir mal. The Redstone, danke für deine Spende. Ja, das ist zwar nur 1 Euro, aber es bedeutet mir viel. Ohne Kommentar, aber echt herzlichen Dank. Wie gesagt, ihr müsst nicht spenden, aber vielen Dank. The Redstone, auch ein Abonnent schon seit längerem. Danke, dass du dabei bist, danke für die Spende. So, was, dass du noch mal spielen kannst. Okay. Also, ich bin immer noch so total überwältigt. Wie jetzt? Jetzt übertreibt ihr aber. Ich weiß, es ist nicht viel. Ich sag nichts mehr. Danke an Creepycrafter, auch ohne Kommentar. Oder kann man erst Kommentar ab einem gewissen Betrag hinzufügen? Ich kenne mich damit selber noch nicht aus. Ich hatte es nur mal angemacht, weil es sich eine Leute, was macht ihr heute? Leute von heute. Ich dachte eigentlich, das wird ein kleiner, kurzer Stream. So in einer halben Stunde sind wir hier durch. Aber wenn das so weitergeht... Oh Mann. Vielen Dank auch an den Creepycrafter. Und bye an den Jens. Ich bin immer noch nicht... Also ich glaube, mein Tag ist gelaufen. Ah, nee, man kann immer einen Kommentar machen. Achso, alles klar. Ja, ihr merkt schon. Ihr habt meinen Tag schon. Josef und ihr beiden jetzt. Alles klar. Vor allem bekommt Josef jetzt ja auch den Unterstützerrang auf meinem Discord. Fällt mir gerade ein. Heute hat es nicht mal eine... Oh, ist mir das irgendwie auch peinlich gerade im Nachhinein noch, aber muss es ja nicht mal. Ich habe heute nicht mal eine Beschreibung in diesem Stream drin. Oh Mann. Es war irgendwie klar, dass Josef nochmal aufmerksam wird, aber so in dem Stream? Hilfe, 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 Leute. So, ganz normal einfach mal weiterbauen. Aber ihr merkt, ich bin überglücklich. Und da ist noch... Creepy... Nicht creepy. Doch, Creepy Crafter. Habe ich eben Creeper gesagt? Danke erneut für 1 Euro. Ihr bekommt es ja auch immer eingeblendet. Ich weiß nicht, wartet mal. Gebt mir mal eine Sekunde.
Nee, no message. Ich kann das nämlich hier auf Typee Stream ja ansehen. Darüber läuft das ganze Jahr. Vielen Dank nochmal für den Euro. Wie gesagt, ihr müsst nicht spenden. Aber echt vielen Dank. Weil es unterstützt mich halt und zeigt mir, dass ihr da seid. Tagesziel von Simon erreicht. Ist wirklich so. Nicht nur Tagesziel, einfach so. Es ist... Weil... Mittlerweile habe ich alles erlebt, echt. Was könnte noch passieren? Ich treffe Josef in echt. Das wäre noch ein Ziel, was erreicht werden könnte, aber es ist halt schon so viel passiert. Ich habe mit Josef gesprochen, geschrieben. Er hat einen Teil von mir im Redstone Freizeitpark übernommen. Er hat gespendet. Ach Leute, vielen Dank für die beiden Spenden. Creepy Crafter, danke auch an The Redstone für deine Spende. Ja, ich würde sagen, wir machen ganz normal weiter, als wäre wirklich nichts gewesen. Also, hier oben muss ich mal schauen, wie das denn hier aussieht. Aussieht. Sprechen ist jetzt auch nicht mehr drin. Also, wir haben das hier so und dann einmal hier die zwei Dropper. Ich glaube, ich muss meine Verabredung doch gleich mal absagen. Sorry, aber irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte einfach weitermachen. Du bekommst 100.000 Abos. Hör auf, so weit sind wir noch nicht. Ich bin froh, dass wir wirklich noch so eine kleine Community sind, wo ich auch einfach mal so Livestreams machen kann, wo ich auf eure Chatnachrichten eingehen kann. Des Weiteren zum Thema Unterstützer. Zum Beispiel hat jetzt ja der Creepy Crafter 2x1 Euro gespendet und ich schreibe mir das Ganze auf. Das heißt, wenn er jetzt nochmal 8 Euro spendet, würde gerne mehr spenden, haben aber nur noch 84 Cent. Das ist total egal, ihr müsst nicht spenden, aber ich werde es in der Beschreibung auch nochmal ändern. Heute gibt es keine Beschreibung übrigens. Wenn ihr spendet, wird euer Spendenbetrag aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr jetzt insgesamt über die Streams immer 1 Euro spendet und dann 10 Euro am Ende erreicht, dann seid ihr Unterstützer. Entweder spendet ihr einmal 10 Euro oder ihr spendet halt 50 Cent, 50 Cent. Obwohl man kann, glaube ich, immer erst 1 Euro. Aber wenn ihr 10 mal 1 Euro spendet, seid ihr auch auf 10 Euro sozusagen und habt damit den Kanal auch sehr gut unterstützt. Denn alles, was durch die Spenden reinkommt, fließt auch wieder in den Kanal, beziehungsweise eher in den PC. Oder halt auch besseres Equipment, wie zum Beispiel jetzt mein neues Mikrofon. Das wurde auch durch YouTube mitfinanziert, natürlich auch teilweise noch von mir, aber alles durch YouTube ist natürlich nicht möglich. So, ich schau mal, eigentlich müsste das Wasser, wenn es jetzt hier ist, ja runterfließen. Puh, es fließt. Bis wohin fließt es? Natürlich bis hier ganz unten und zerstört uns jetzt alles, was noch nicht da ist. So, erstmal hier. Obwohl, hier ist, glaube ich, später ein weiterer Abfall. Ich glaube, wir sollten es erstmal lassen mit dem Wasser. So, was schreibt ihr da noch? Piracy Creeper schreibt XD und ansonsten sehe ich da im Moment nichts mehr. Wir sind noch 12 Leute, sehr cool. Und dass Josef dabei war. Ja, das ist überraschend. Klar, ich habe seinen Namen im Titel. Vielleicht hat er deshalb auch den Livestream gefunden. Und dann spendet er einfach noch. Alles klar, Leute. Ah, so, schauen wir mal. Hier unten habe ich jetzt eine Wasserquelle gemacht. Ne, das Wasser fließt einfach nur ganz langsam ab. Ich glaube nämlich, dass hier einmal ganz steil es nach unten geht. Elias! Nee, gar nicht Elias. Sorry, aber hi auch an die Killerbanane. Beziehungsweise Let's Games. Psst. hi an die Killerbanane. Und ein Eichhörnchen hat 1 Euro gespendet. Danke, liebes Eichhörnchen. Danke für deine Spende. Die sollte jetzt gleich auch im Stream angezeigt werden, beziehungsweise höre ich das dann ja auch. Und auch wieder ohne Kommentar, aber vielen, vielen Dank auch für deine Unterstützung in diesem Stream und allgemein für den ganzen Kanal hier. Dass wir immer größer werden, aber im Moment muss ich sagen, ich bin einfach mit der Größe hier echt zufrieden, weil so kann ich echt noch gut auf euch eingehen. So. Soll ich mehr schreiben als nur XD? Ja, du könntest mehr schreiben als nur XD.
Mir ist auch total egal, ob ihr schreibt oder nicht. Ich sehe gerade, es ist wieder ein Abo dazu bekommen. Danke an dich. Eventuell wirst du gleich auch noch angezeigt, wenn du deine Abos auf öffentlich hast. Ja, der Stream heute ist irgendwie verrückt. So, ich schau mal. Wir können ja hier einmal so und so machen. Ist das wirklich mit Eimern? Nee, das ist einfach nur Fake hier. Haha. Wir können uns das hier mal clearen, um zu sehen, wie es hier unten denn ist. Okay, es führt bis zu dieser Ebene. Und doch, da wurde es im Stream angezeigt. Sehr cool. Danke an... Einen Moment. Danke an den Jonas. Danke an dich für dein Abo. So. Also, es geht hier unten bis auf die Ebene noch mit 2 und dann geht es irgendwie steil bergab. Das müssen wir jetzt mal schauen, wie. Ich würde sagen, das setzen wir einfach erstmal mit Word Edit auf Luft alles. Und dann geht es weiter. So, einmal / set 0 für Luft. Vor allem sind wir jetzt schon, glaube ich, bei 14 Euro. Euer Ernst? Für ich kann, noch ein Abo, danke. Mal schauen, bekomme ich dieses Abo auch? Nein, das ist privat, aber danke auch für den nächsten, der sein Abo jetzt hier abgegeben hat. Danke an dich und danke für deinen Support meines Kanals. So, was steht denn da noch? Ich habe auf YouTube schon mal 15 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen, aber ich spende dir beim nächsten. Du musst mir nicht mehr spenden. Klar, es ist echt eine nette Geste, aber ihr könnt euer Geld auch besser verwenden, als es mir zu geben. Na klar, es hilft dem Kanal, aber fühlt euch nicht gezwungen, das ist mir nur wichtig. Weil es fängt natürlich einer mit den Spenden an und andere denken dann auch, oh, ich möchte jetzt auch da angezeigt werden und erwähnt werden. Ich erwähne euch auch, wenn ihr im Chat schreibt, aber natürlich ist es nett. Das ist, wow. So, weiter geht's hier. Schauen wir mal, das Wasser ist jetzt hier auf der Seite einmal ganz abgeflossen und dann geht es wirklich in einer Schritt nur nach unten. Ja, perfekt, das kann man gut nachbauen. Ich als fauler YouTuber hier. So. Einmal weiter geht es dann hier nach unten und da habe ich gehört, da ist das Abo reingekommen oder noch ein neues Abo? Ah ja, doch. Rupf die Katz und Dani K. Danke für eure Abos. Sehr cool, dass ihr dabei seid. So, ich denke mal, auch durch diese Streams sind viele neue Leute dabei. Was gibt es auf meinem Kanal? Das lässt sich vielleicht auch mal hier gut mit einbringen. Auf meinem Kanal gibt es sehr viel mit Command-Blöcken, beziehungsweise mittlerweile sind es ja die Data-Packs. Die mache ich im Moment auf meinem Kanal und da mache ich dann so Sachen wie Magiestäbe oder was habe ich denn jetzt nochmal gemacht? Mining Turtles habe ich mal gemacht, einen Flammenwerfer und vieles halt mehr. Alles, was ihr euch sozusagen wünscht, mache ich in Minecraft. So, schauen wir mal. / set concrete 15 wollen wir da unten. Konkrete 15. Wo ist der Fehler? Ah, Doppelpunkt 15. So, damit wir hier dann so einen schwarzen Rand erzeugen können, wo das Ganze dann hinfließt. Moment, hier kommt, glaube ich, ein anderer Rand hin. So, was haben wir denn hier noch stehen? Nein, ich fühle mich nicht gezwungen. Okay, alles klar. Willst du nach dem Stream meine Strecke anschauen? Ja, nach dem Stream kann ich gerne Strecken anschauen, denn nach dem Stream werde ich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit mich... Werde ich mir noch ein bisschen Zeit für euch nehmen. So. Sorry an Jesse. Wir müssen das ein bisschen verschieben. So, mehr sage ich dazu auch nicht, aber das ist meine Verabredung, die ich jetzt einfach mal für euch verschiebe. Ich denke, da hat sie auch kein Problem mit, aber egal. So, wir machen erstmal weiter hier, damit wir heute auch noch fertig werden, denn der Stream ist jetzt bald auch schon eine halbe Stunde lang. Also, was haben wir hier noch stehen? Elias, kannst du mal ein Handy-Command machen? Ein Handy wurde sich auch schon des Öfteren gewünscht und ich muss mal schauen, wie ich es hinbekommen kann. Kannst du mich grüßen? Ich grüße an sich jeden, der im Chat einfach aktiv ist, beziehungsweise jeden, der neu mit in den Chat reinschreibt. Also grüße auch an dich, lieber Leon. Und hallo auch an den Knochentrocken-Nerd.
Oh, lieber Knochentrock-Nerd, du hast einiges verpasst. Wir hatten The Joecraft im Stream, der mich erstmal zum halben Sterben gebracht hat. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war The Joecraft da und hat erstmal ein bisschen geschrieben und dann einfach 10 Euro gespendet. Weiter ging es dann mit einer Spende von The Redstone und 2 Spenden vom lieben Creepy Crafter. 125, glaube ich. Und dann hatten wir noch ein Eichhörnchen, das mir hier auch noch ein bisschen Geld dagelassen hat. Ja, danke an euch alle. Mit einem Euro kann man noch nicht kommentieren. Ah, mit einem Euro kann man dann doch noch nicht kommentieren. Okay, dann habe ich wohl eine Fehlinformation erhalten. Aber das macht ja nichts so. Wie geht's denn hier weiter? Die Lampen kommen ab welcher Stelle? Wir schauen mal. 1, 2, 3. Und dann machen wir das gleiche nämlich hier auch mal. Also 1, 2 und dann 3. Das heißt, hier hinter kommen die Lampen. Und die gehen dann einmal so nach unten. Richtig? Richtig. So, schauen wir mal. Wir nehmen uns also einen Redstone-Block und eine Lampe. So. Redstone-Blöcke dahinter und dann hier starten wir mit den Lampen. So, was sehe ich denn noch im Chat? Vielleicht mit einem Buch. Okay, weiß ich jetzt nicht genau, was ihr damit meint. Oder du, eher gesagt, Elias. Vielleicht mit einem Buch. Okay. Ich akzeptiere es einfach mal. So, das hier füllen wir mal ein bisschen so. Ich denke mal, hier geht es dann eh auch so weiter nach unten. So, mal schauen. Okay. Hier lassen wir es dann, glaube ich, einfach in den schwarzen Bereich reinfließen. Denn hier kann ich leider nicht tiefer gehen. Das heißt, wir machen das Ganze, obwohl... Na, hier ist noch keine Erde. Beziehungsweise kein Gras. So, was haben wir denn noch weiter im Chat stehen? Immer noch vielleicht mit einem Buch. Aber naja, wir sind mittlerweile wieder 19 Leute. Hi an euch alle. Wenn ihr den Stream bis jetzt verpasst haben solltet, könnt ihr ihn morgen auch nachschauen, beziehungsweise den Anfang, denn ja, der Anfang war noch so eher normal. Und dann kam ein The Joecraft vorbei und drehte richtig frei und hat einfach mal 10 Euro da gelassen. Ja, so viel zum Stream heute. Spenden über Spenden. Wow. Achso, Handy mit einem Buch zu machen, ja. Täusche ich mich oder hast du seit ein paar Monaten eine bessere Hardware? Ja, ich habe bessere Hardware, beziehungsweise seht ihr sogar oben rechts immer, dass ich die ganze Zeit 60 FPS sogar habe. Aber nebenbei habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Das habe ich jetzt seit ein paar Tagen, Wochen, seit ein paar Wochen schon. Seit ein paar Wochen habe ich das. Und das sollte man auch merken. Das ist das Rode Procaster. Ist unten in der Beschreibung verlinkt, falls es euch interessiert. Sowie alles andere, was ich in meinem PC drin habe, was ich drumherum verwende. Was für eine Maus, was für ein Stativ. Was auch immer. Also das findet ihr alles in der Beschreibung. Die jetzt nicht für dieses Video existiert. Das heißt, geht unter ein anderes Video oder kommt morgen nochmal wieder. Dann ist es in der Beschreibung drin. So, der liebe, nee, nicht der liebe, die liebe Jessica, hallo. Simon, hast du immer so eine beruhigende Stimme, ja. Wenn ich in meinem Element bin, habe ich immer so eine beruhigende Stimme. Danke, Jessie. Da ist meine Verabredung. Aber nett, dass sie selber vorbeikommt. Du hast einiges verpasst. Der YouTuber, der mich dazu gebracht hat, mit YouTube anzufangen, war vorhin hier. Und hat einfach mal 10 Euro gespendet. So wie einfach noch 4 andere Leute, die auch nochmal Spenden dagelassen haben. Danke damit nochmal an euch. So, was haben wir hier noch stehen? Wann machst du denn mal Facecam? 100.000. Also Facecam, ich habe halt an sich keine richtige Facecam. Ich habe halt einfach, na doch, ich habe eine Facecam, die gleiche wie der liebe The Joecraft oder der YouTuber des Vertrauens. Aber ich werde diese voraussichtlich erstmal nicht verwenden, weil ich sie privat nutze zum Skypen und so weiter.
So, damit haben wir das hier auch gut versteckt und jetzt können wir hier auch schon das Wasser runterfließen lassen. Also, rupft die Katz. Ja, könntest du mal ein Video machen, wie man ein Datapack erstellt? Das werde ich demnächst echt auch mal anfangen. Weil ich möchte, wenn, dann ein gutes Tutorial machen und ich sehe gerade, da ist wieder ein Abo dazugekommen. Danke für dein Abo, wer auch immer du bist. cool, dass du dabei bist. Cool auch, dass ihr alle natürlich dabei seid. So, einmal kurz hier. So, jetzt bin ich wieder im Game. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier oben denn weitergeht. Also, das heißt, hier die Stämme nehmen wir mal wieder weg und gehen dann wieder nach oben. Hier haben wir dann nämlich noch ein bisschen das Haus vor uns und hier haben wir einen Pisten mit Slab und zwei Treppen. So, Nachricht zurückgezogen. Okay, ich mache einfach mal weiter. Also, suchen wir mal hier nämlich nach dem Pisten. Und so, der Sticky Pisten sowie ein bisschen Redstone Block und ein bisschen Quarz Sachen. So, danke auf jeden Fall auch nochmal hier wieder, dass ihr alle dabei seid und immer noch zuschaut. Wenn ihr jetzt ein bisschen vom Stream verpasst haben solltet, könnt ihr den gerne nachschauen. Der wird morgen veröffentlicht. So, was für ein Setup benutzt du? Ja gut, kann man jetzt mal... Was möchtest du wissen? Möchtest du wissen, was ich jetzt benutze an sich für ein Mikrofon oder was ich benutze für einen Monitor bzw. PC oder allgemein? Alles kann ich ja mal ein bisschen grob zusammenfassen. Ich habe einen PC selbst zusammengebaut mit einer GTX 1050 Ti, dann 8 GB an RAM und einem Ryzen 5 1600X Prozessor. Das Gehäuse ist von... Fractal Design, Define C, glaube ich. Was gibt es noch zu erwähnen? Ich benutze einen Samsung-Monitor, weiß ich jetzt nicht genau, was für ein. Eine billige Maus, eine billige Tastatur. Und dann habe ich einmal ein Rode Procaster-Mikrofon mit dem Behringer Xenix 502 USB. Und dazu dann noch den Rode PSA 1 Arm, um das Ganze hier vor mir zu halten. Kein Popschutz und nix, ganz normal einfach dran. So, FFHLS sagt noch irgendwas. Aus dir könnte mal was Großes werden. Gute Stimme bzw. Mikrofon, danke sehr. Traurig, dass du nur 20 Live-Zuschauer hast. Ja, aber cool, dass ihr alle dabei seid. Und man Glück haben muss, bekannt zu werden. Oh ja, bekannt zu werden ist schwer. Deswegen bin ich auch so geflasht, dass vorhin einfach The Joecraft dabei war. So, du bist ein richtig cooler YouTuber. Danke, Creepy Crafter. Und auch danke an die anderen. Road to 2200. Ja, tatsächlich sind es nur noch 12 Leute. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen länger streamen würde, würden wir vielleicht sogar die 2200 erreichen. Aber eigentlich sollte es nicht mal so ein langer Stream werden. So, wir sind nämlich gleich schon wieder eine Stunde dabei. Aber naja. Kannst du mal einen Rundflug machen? Ja, mache ich gleich auch nochmal. Knochentrockene. Ich werde den Stream auf jeden Fall nochmal nachschauen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Ja, das könnt ihr ja alle machen, wenn ihr nämlich den The Joecraft-Moment verpasst habt. Das ist jetzt der offizielle Hashtag dafür. Hashtag The Joecraft-Moment. Ja, was haben wir noch da im Stream stehen? Im Chat stehen. Soll der Freizeitpark dann auch funktionieren oder nur Deko? Einiges funktioniert auch, zum Beispiel die Achterbahn und damit mache ich auch jetzt meinen Rundflug. Diese Achterbahn hier ist voll funktionsfähig, es ist nur nicht möglich, einen Minecart zu spawnen. Was ist denn noch möglich? Also an sich ist nicht so allzu viel möglich. Den Freefall Tower kann man leider auch nicht benutzen. Und ansonsten fehlt hier ja noch eine Achterbahn, die man später auch fahren kann. Sollte, würde ich sagen. Ja, also die Achterbahn kann man fahren, diese Achterbahn da, die noch nicht existiert, kann man fahren und der Rest ist halt alles nur Deko. Also teilweise sind Sachen möglich. Habe eine Streamsperre? Was? Du kannst doch aber schreiben. So, bye-bye, sagt noch Rupf die Katz. Bye-bye, ich denke mal, du bist schon weg. Aber das macht natürlich nichts. Cool, wenn ihr alle noch dabei seid. So, das Pilzkarussell geht auch nicht.
Und ansonsten mache ich nachher nochmal eine ganze Strecke, beziehungsweise zeige nochmal die ganze Strecke, wie sie denn im Ende werden soll. So, aber weiter hier oben. Hier waren wir noch nicht ganz fertig. Also, was gibt's hier noch? Seit wann verfolgst du TOC und seit ich seit Beginn des Bunkers? Ich tatsächlich schon seit seiner Redstone World. Und Fun Fact, ich war als Newer Simon schon mal auf, auf seinem Kanal in seinem 7000 Abonnenten Special dabei. Und das sagt schon einiges. Also ich verfolge ihn schon seit den, ja, unter 10.000. Also ich weiß nicht genau seit wann. Deswegen, ich sage immer unter den 10.000, weil ich war bei diesem 7000 Abonnenten Special dabei. Also auch schon Ewigkeiten. Es laggt nur noch. Was? Es laggt? Bye bye, bis zum nächsten Mal. Laggt es wirklich? Falls ja, dann schreibt mir das bitte mal. Ich hoffe zumindest nicht. Ich sehe gerade selber aber, dass es vielleicht sogar ein bisschen laggt. Ich hoffe mal nicht. Oder ich hoffe mal, dass sich das löst. So, schauen wir mal. Wo haben wir denn den Wassereimer, den ich haben möchte? So, hier haben wir ihn. So, und jetzt sollte das Wasser einmal von hier und hier. Obwohl, na, wieso fließt es jetzt? Ach so, es nimmt sich natürlich immer den schnellsten Weg nach unten. Deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen faken. Na, wie faken wir das jetzt am besten? Dass das Wasser hier in der Mitte zusammenläuft, genau so. Dann nehmen wir nämlich die weg und hier machen wir es auch noch so. Ja, jetzt haben wir es hier wie auf dem oder in dem Freizeitpark. Ich kann nicht streamen, meine ich. Ach so. Gut, aber laggt der Stream denn zurzeit? Könnt ihr mir das einmal bitte erklären oder ist das so? Das wäre nämlich nicht so gut. So, ich schaue einfach selber nochmal. Wie lange baust du schon an der Strecke? Ich baue an der Strecke, das können wir jetzt eigentlich mal live schauen. Statistiken seit 3,77 Tagen, also fast 4 Tage bald schon. Also über 3,5 Tage, also insgesamt über 48 Stunden, über, ich kann gerade nicht rechnen, über 72 Stunden schon auf jeden Fall. Magst du Harry Potter? Ich habe die Harry Potter Filme gesehen, aber bin jetzt nicht so ein Fan von Harry Potter. Ja, das hier unten sieht schon mal ganz gut aus. Und damit haben wir schon mal die Wasserbahn grundsätzlich gut gemacht. Ignoriert diese Treppe hier, die muss noch verschoben werden. So, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um diesen Innenbereich hier, denn der gilt, ja, den gilt es jetzt zu bauen. So, der ist gar nicht so allzu groß. Und hi an den lieben Paul. Berle habe ich auch noch nicht gesehen. Hi. So. Schauen wir mal, hier ist es dann mit dem Eingang an dieser Stelle. Okay, das muss ich jetzt mal schauen. Den Pfeiler hier haben wir nicht, weiß ich nicht. Da, wo das Glas endet, ist es so. Okay, das nehmen wir uns jetzt mal als Referenzpunkt. Also die Scheibe endet hier. Und dann ist das Ganze auch so. Und hier dann ein Pfeiler nach oben, Fragezeichen? Nee. Irgendwo liegt jetzt ein Fehler. Und da hat jemand abonniert. Das heißt, da schaue ich ja mal kurz, wer das war. Danke an den lieben FVLS. Hi. Oder die, weiß ich ja nicht. Magst du Harry Potter? Hatte ich eben schon beantwortet. Es kommt immer mit ein bisschen Verzögerung an. Hier. Ja, also ich habe die Filme gesehen, aber bin jetzt kein Fan. Aber ich sage nicht, dass ich es nicht mag. Es sind gute Filme. So, entfernen wir einmal das Wasser. Ich glaube nämlich, dass ich hier schon Fehler gemacht habe. Und das könnte jetzt wieder brutal schwer werden, das auszubessern. Nee, wird es sogar gar nicht. Es ist nämlich hier so. Weiter geht es dann hier. So, HDTV, hallo an dich. Also vor ein paar Minuten hat es gelaggt. So, nö, lachen tut er nicht. Was? Kannst du mich grüßen? Habe ich gerade schon gemacht. Denn an sich wird halt keiner gegrüßt so speziell, sondern ich erwähne euch, wenn ihr im Chat mit dabei seid.
So, und jetzt ziehen wir das hier nach oben. Und dann haben wir das so gemacht. Und das gleiche muss dann auch einmal hier passieren. Und einmal von dieser Stelle dann auch einmal nach ganz oben. So, 27 Zuschauer, 29 sogar schon. Hey, cool, dass ihr alle dabei seid. Aber es ist auch so, je länger man streamt, desto mehr Zuschauer kommen natürlich dazu. Weil YouTube den Stream auch höher mit vorschlägt. So, aber das ist mir ja total egal. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und danke auch mal so an die Änderung, sage ich mal, dass wir so viele Leute schon sind. An alle, die jetzt dazugekommen sind, ihr habt echt was verpasst. The Joecraft war vorhin im Stream. Und tschüss an den Knochentrocken-Nerd. Alles klar, schön an die frische Luft gehen. Kennst du Harry Copper? Ja, Harry Copper sagt mir genau nichts. Oder meinst du damit einfach nur irgendwas anderes? Kenne ich auf jeden Fall nicht. So viele Abos wie ich habe. Ah. Okay, schauen wir mal. Irgendwo ist hier doch ein Fehler. Nee, da ist kein Fehler, es ist alles richtig. Wir machen nämlich dann hier einen Junglewood-Rahmen drum. Okay, ein Junglewood-Rahmen. Junglewood, Junglewood. Haben wir hier. Und damit einmal in den Rahmen. Achso, ich hatte eben das Ganze, glaube ich, nicht mal zu Ende gesagt, was ich sagen wollte. The Joecraft war vorhin im Stream dabei. Stream vor allem. Im Stream dabei. Und hat einfach mal eine 10€ Spende da gelassen. Und falls ihr das nochmal nachschauen wollt, morgen wird dieses Video bzw. dieser Stream als Aufzeichnung kommen. Ist dann zwar ein bisschen lang, aber so die erste halbe Stunde war einfach mega der Hammer. So ein kleiner YouTuber hat den Vorteil, man kann ihm Sachen sagen und er reagiert. Ja, deswegen bin ich auch noch froh, dass es so ist. Deswegen, klar, es freut mich, wenn Abos dazukommen, aber ich möchte halt nicht so richtig groß werden, dass ich nicht mehr auf euch eingehen kann. So, kannst du mal in der 1.14 spielen? Also an sich, Snapshots spiele ich privat, ja, um so ein bisschen auszuprobieren. Aber für meine Sachen nicht unbedingt. Aber wenn das gewünscht wird, kann ich das eventuell mal machen. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier ist. Hier ist so ein Viererblock mal 3. Das wird für euch jetzt nicht so viel sagen, aber mir hilft das. So, hier kommt es dann nämlich so. Und da seht ihr übrigens auch mal meine Plot-ID. Wenn ihr jetzt auf dem Minecraft-Server seid, könnt ihr natürlich dahin. -204 oder halt /pv und dann glaube ich Creative Simon. Dann müsstet ihr auch zu mir kommen. Ja, und dann seht ihr das hier so und kommt dann hier an. Und hier auch nochmal die kleine Strecke. Hier geht es los, geht dann links herum durch den Hoteleingang. So, dann habt ihr hier die Wahl links oder rechts. Weiter geht es dann hier einmal längs, dann hier rum, einmal durch den Tower oder links herum. Weiter dann geradeaus einmal. So, dann kann man hier einmal durchfahren. Hier gibt es dann den Wasseraufzug. Und weiter geht es dann rum durch die noch nicht designte Höhle. Das müssten die meisten von euch schon kennen. Weiter nach oben, dann einmal geradeaus, dann herum, geradeaus durch diesen Reifen und hier wird dann einmal schön Redstone aktiviert, das heißt, weiter geht es hier jetzt aber und dann einmal weiter hier rum, durch die Oase und einmal weiter, hier haben wir dann das Ende des, wie heißt's? Ich weiß es nicht, ich bin zu schnell einfach, hier geht es dann durch den Wüstenbereich und ich schaue gleich wieder in den Chat. Und hier dann einmal wieder am Tower vorbei in den The Woods Bereich. Hier dann durch den Freefall Bounce Tower. Und hier dann wieder zum Start. Ja, das ist die ganze Strecke. Okay, ich habe viel im Chat verpasst. Was gibt es hier noch Schönes? So, LP mit Simon. Ach, noch ein Simon. Hi, ich kenne dich glaube ich sogar. Was ist nochmal die IP? Habe meine Serverliste gelöscht. Kannst du gucken? Wenn du die IP haben möchtest, dann schau am besten bei The Joecraft vorbei. Und obwohl ich glaube, man kann sich nicht nochmal neu anmelden, um die IP zu bekommen, dann schreib mich einmal bitte privat an oder wende dich an die Mods, weil ich nicht weiß, ob ich die rausgeben darf. Eigentlich nämlich nicht. Das heißt, einfach auf dem TOC Discord eine Mod schreiben in der Hilfe für Minecart und dann sollte dir da geholfen werden. Okay, weiter geht's dann hier.
Und zwar haben wir hier das ganze 4 hoch, Fragezeichen. Ist das hier? Ja, es ist 5 hoch schon bei mir. Der muss auf der Höhe mit dem sein. Das ist aber richtig. Okay. Das heißt, es darf nicht so hoch hier gehen. Doch, das darf doch, oder? Obwohl, das ist keine. Es ist nur 4 Blöcke, ne? 1, 2, 3, 4. Okay, wir halten uns dran, wir halten uns dran. Ich glaube, hier kommt dann nämlich auch Dach drum, aber das ergibt dann wieder mit dem keinen Sinn. Okay, Moment, das müssen wir jetzt einmal checken. 1, 2, 3, 4. Um diesen Rahmen drum. 1, 2, 3, 4. Um diesen Rahmen. Okay. Und ich sehe, der Percy Creeper ist online. Der ist auch im Chat dabei. Willst du nach dem Stream meine Strecke anschauen? Ja, dieser Stream ist tatsächlich länger als gedacht. Vielleicht werde ich ihn auch in zwei Parts deshalb splitten. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich schaue sie mir danach an. Hast du Haustiere? Nein, ich hatte aber mal einen Hamster, der ist aber letztes, nee, vorletztes Jahr mittlerweile schon an Weihnachten leider verstorben. So. Ist das Dach? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Eins, zwei, vier. Und dann Dach. Ich glaube, ich schaue mir das jetzt von dieser Seite an und baue einfach mal vielleicht dieses Dach. Das hilft vielleicht schon weiter. Das müsste Akazie sein. So, und da sehe ich den Percy Creeper rechts von mir. Na, ja, da ist er. Haha, da habe ich ihn erkannt. Ja, ihr könnt alle natürlich auch dazukommen, aber am besten nicht im Weg rumstehen. Das wäre nett von euch. Ihr könnt somit nachschauen, beziehungsweise mir im Stream zuhören und nebenbei schon schauen, was in Minecraft denn gerade so geschieht. So, ich schaue aber mal wieder in den Chat. Hi an den Simon nochmal. Ja, kann man. Was ist dein Achso, Lieblingstier. Oh, mein Lieblingstier. Boah. Ich hatte mir eigentlich immer mal was überlegt, was ich sagen möchte für so gewisse Fragen, aber ein Lieblingstier. Was gibt es denn für schöne Tiere? Boah. Ich finde Katzen natürlich schön. Zum Kuscheln und so. ich glaube, die müssen höher gesetzt werden, oder? Ja, die müssen höher gesetzt werden. Ich habe den Fehler gefunden. Katzen sind süß, Hunde sind süß, beziehungsweise Katzen sind süß, aber können auch arrogant sein. Hunde finde ich als Welpen süß, aber später brauchen sie halt viel Aufmerksamkeit. Es ging aber um mein Lieblingstier. Ich fand Hamster als Kind immer süß. Ist Hamster denn mein Lieblingstier? Koalabären sind noch süß. Sind Koalabären jetzt meine Lieblingstiere? Ich weiß leider keine richtige Antwort. Ich überlege mir mal was und antworte dann im nächsten Stream drauf. So. Was hältst du von Fortnite? Ich habe Fortnite selber noch nicht gespielt und ist auch nicht so mein Genre, also Shooter allgemein und sowas. Auch wenn Fortnite nicht unbedingt als Shooter zählt, glaube ich. Hallo auch an den GGGLOLXD. Hi. kannst ich dich auch privat auf Discord anschreiben? Ja, kannst du gerne machen, das ist kein Problem. Ich werde nur nicht jetzt reagieren, sondern eher nach dem Stream. So. Meine Katze schläft gerade. Pandas. Pandas sind auch süß. Ist halt auch nicht schlecht. So. Ja, du darfst mich so irgendwas mit Message, wenn ich mit mehr. Oh ja, aber jetzt sehen alle, dass du mir mit Message geschrieben hast. Oder MSG, eher gesagt. So. Also. Weiter geht's dann hier rum. Ich weiß gar nicht, wie weit muss ich denn. Die Glasscheibe ist so. Das heißt, ich glaube, hier ist schon wieder Cut für das Ganze. So. Hi an Moonlight Shadow Wolf. Hi auch an Marie. Und der Joecraft hat ein neues Video hochgeladen. Das tut jetzt aber nichts zur Sache. Aber ja, ich kann noch mal erwähnen. Leute, falls ihr es verpasst haben solltet, der Joecraft war heute im Stream dabei und hat einfach mal 10 € gespendet, ja. So wie auch einige andere von euch. Wenn ihr das Ganze nachschauen wollt, morgen wird dieser Stream hier als Aufzeichnung kommen. Das heißt, ihr könnt das nochmal anschauen, wie ich darauf reagiert habe, denn wow, meine Reaktion war echt wirklich, ach, der Hammer.
Ich muss es mir selber nochmal anschauen, denn es war überwältigend. Da bin ich einfach gestorben. Aber ich bin natürlich trotzdem noch da. Das ergibt keinen Sinn, ich weiß. Also wir haben jetzt hier unsere beiden Sachen, die wir so verbinden. Und dann haben wir das Haus hier vielleicht auch eines Tages mal fertig. Ich weiß, die Treppe passt jetzt noch nicht ganz. Die muss ich nachher verschieben. So, und dann den hier noch einmal hochziehen. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, hier wird so eine Zweierwand sein. So, und dann geht es weiter hier vorne. Ich ziehe mal den Balken mit durch. So, und dann brauchen wir hier jetzt einen Boden. So, tschüss, ich gehe zum St. Martins Umzug. Stimmt, das ist auch heute. Bis dann. Kann dir nicht schreiben. Dann werde ich dich nachher vielleicht mal... Ah, nee, ich kann dich auch nicht anschreiben. Dann weiß ich nicht, wieso du mir nicht schreiben kannst. Gib mir mal eine Sekunde. Und so. Ihr bekommt jetzt alle einmal meinen Discord-Namen. Mein Discord-Name ist auf jeden Fall Creative Simon und dann brauchen wir ja noch eine ID, IP. Wo kann ich das denn einsehen? Gebt mir eine Sekunde oder ein bisschen mehr. Das ist auch so ein typischer Satz. Gebt mir mal eine Sekunde. Wo bekomme ich das denn mal her, ganz schnell? Auf meinem eigenen Discord? Profil ansehen, so, da haben wir es. Ah, Streamer-Modus ist aktiv, da wird es ausgeblendet. Dann joint einfach meinem Discord. Der ist unter jedem Video verlinkt und dann könnt ihr mir da auch schreiben, beziehungsweise könnt mir dann darüber privat schreiben. Ja, ist leider ein bisschen umständlich heute. Das war gestern beim Kindergarten. Ja, es ist bei einigen irgendwie heute, bei anderen gestern. Ich weiß nicht genau, wie das ist bei uns. Aber naja, ich baue jetzt erstmal weiter. Ich denke mal, ich werde es auch in zwei Parts splitten, denn wir sind jetzt echt schon lange dabei. Na, Stunde 15, das können wir eigentlich gut cutten in die Joecraft-Reaktion. Und in ein normales Video mit rein. So, meine Stimme versagt jetzt auch ein bisschen. Das ist natürlich typisch. So. Okay, hier ein bisschen was hin. Und dann noch was auf diese Seite. Und dann geht es hier vielleicht mit zum Balken, bitte. Ja, ich habe mal was richtig gemacht, intuitiv. So, ist die Musik weiter? Ja, die Musik läuft noch weiter. Ich sehe bei Discord eine 1, das heißt, da hat mir jemand geschrieben. Ich hoffe, das hat soweit gepasst dann. Also hier auf der Seite ist es dann wahrscheinlich genauso, dass wir hier auch nochmal eine Glasscheibe reingezogen haben, die dann auch nochmal 3 ist. Wahrscheinlich ist die jetzt genau anders, aber das wäre dann nicht so schlimm. Das mache ich dann später anders. So, einmal auf der Höhe auf jeden Fall. So, und ich merke gerade, ich habe euch aus Versehen ausgemacht. So. 27 Sekunden Verzögerung im Stream. Ah, gut zu wissen. THC. Seine Sekunden-Tutorials sind cool. Ich habe sie noch nicht angeschaut, aber ich glaube, die könnten halt echt ganz cool sein. Die sind wirklich nur ein paar Sekunden lang und dann weiß man, wie etwas geht. Das ist schon nicht schlecht. So. Und hier ziehen wir das dann vielleicht so. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gemacht werden muss, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Ah, ich komme nicht rein. So. Hier ist der Eingang. Und da schlägt mich jemand im Game. Hey, das höre ich. Okay, hier oben ist so ein Rand gezogen mit denen. Das heißt, das machen wir mal. So. Und ich habe euch schon wieder weggemacht. Natürlich. Also, ich. Ja, wenn ich dich mit MSG anschreibe, dann sehen das alle. Das stimmt. Und alle sind im Moment 16 Leute. Danke, dass ihr dabei seid und dem Stream immer noch anschaut und damit auch unterstützt. Der Stream wird morgen auch hochgeladen, wahrscheinlich in zwei Teilen, da die The Joecraft-Reaktion am Anfang dabei war. Und falls ihr jetzt nicht wisst, was ich damit meine, The Joecraft hat vorhin 10 Euro gespendet, so wie einige andere von euch auch noch etwas. Und meine Reaktionen darauf sind einfach super. Ja,
Bleiben wir aber beim Thema, und zwar das hier. Und hier geht es dann weiter mit dem Dach. Ich denke mal, das wird sich dann hier oben mit Slabs füllen. Beziehungsweise muss ich das natürlich mit Slabs füllen. Aber wir halten uns jetzt mal ran, damit das Ganze hier nicht 2 Stunden geht. Aber ich denke mal, einige von euch haben damit nicht mal ein Problem. Denn normal streame ich ja nicht so oft. Also, was haben wir denn hier noch? Haha, es ist alles mega lustig. Sieh zu, weil was. Achso, beim ersten Mal hatte ich erstmal einen Nachtflash danach. Achso, die Sekunden-Tutorials. Ja, ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Okay, hier habe ich dann alles mit Glowstone gefüllt. Wie sieht es denn hier oben aus? Also 1, 2, 3, 4. Okay, er geht sogar 4 Ebenen nach oben. Das heißt, wir machen es einmal so. Und dann können wir hier das Ganze einmal so füllen. So, einmal alles füllen, füllen, füllen. Und natürlich hat man die Angewohnheit, dass man sein Handy sperrt. Denn, Fun Fact, darüber habe ich den Chat. Das heißt, das werde ich gleich mal wieder entsperren, damit ich euch auch noch sehe. Im Chat stand was mit MSG, darauf gehe ich jetzt leider aber nicht ein, beziehungsweise ich gehe nur auf den Chat ein. Ja, das neue Sekundentutorial. Wie man eine Lampe anmacht. Ja, mit einem Schalter würde ich sagen. Aber ich glaube, das war Button zu Schalter. Das habe ich so auf dem Thumbnail gesehen. So, das hier ist jetzt die letzte Ebene dieser Treppen. So, einmal alles hin platzieren. Und ich glaube, unsere Musik ist schon wieder einmal durchgelaufen. Kann das sein? Nee, ist sie nicht. Also, alles gut. So, dann machen wir es hier mal ganz professionell. So. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist doch nicht so hoch, oder? Das sieht hier zumindest rechteckig aus. Es ist auch irgendwie 3. Okay, ich glaube, ich habe unser Hausdach hier zu hoch gefüllt. 1, 2, 3. Oh nein. Das muss breiter, oder? Sagt mir jetzt nicht, das muss breiter. Ansonsten Stream quit. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich möchte den Stream nicht quitten. Wir machen weiter. Das wird jetzt heute knallhart durchgezogen. So. Also, das hier muss ein breiter. Das heißt, wir nutzen mal ein bisschen World Edit. Einmal von hier. Und dann gehe ich gleich mal wieder auf euch ein. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade ein bisschen vernachlässige. So. Slash, slash. Move 1. Und damit wurde es bewegt. So. Also, wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt. Hallo, Peepoli. Hab die Musik jetzt erst bemerkt. So. THC streamt. Okay, er streamt Castle heute. Deswegen wollte ich meinen Stream auch jetzt machen, damit ich mich nicht mit ihm überschneide, falls er jetzt Minecart gemacht hätte. So, das heißt, das Fenster hier ist auch, glaube ich, 4 breit. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt wirklich erstmal nur darum, dass das Haus fertig ist. Ja, ich weiß, da muss ein Block hin, dann muss das hier ein bisschen bearbeitet werden. Danke für die Mithilfe in-game. So, LP mit Simon ist auch online gekommen. Das heißt, wir sind hier gleich schon ein paar mehr Leute auf dem Plot. Sehr cool. So, und hier brauchen wir jetzt die Spruce Planks. Die sind zumindest hier erstmal grundsätzlich drin. Das heißt, die füllen wir einmal schnell rein. Hey, hi, LP mit Simon. Da unterhaltet ihr euch schon im Chat, im Minecraft-Chat natürlich jetzt. So. So, grüß mich, bist der Beste. Grüße an Philipp. Ich grüße an sich natürlich jeden. So. Willst du auch kommen? Ich bin schon da. So. Ist das jetzt soweit richtig? Oh, lasst mich raten, das muss ein Block. Nee, das muss nicht ein Block tiefer, das ist alles richtig so. Natürlich fehlt hier jetzt die Treppe. So. Okay, jetzt schauen wir uns das mal hier so an. Mal schauen, ob wir es so nachgebaut bekommen. Als allererstes, die Glasscheibe muss weiter nach unten. Als zweites brauchen wir dann Orangen. Sandstone. Muss ich mal suchen. Sandstone. Und dann den Orangenen. So, das heißt bis hier, glaube ich.
Na, hier ist es schon eine Treppe, aber das lasse ich erstmal. So, dann haben wir das hier auch rum. Und das Ganze führt sich dann durch bis da. So, jetzt brauchen wir einmal Pane, und zwar Glass Pane. Und das wird dann hierhin platziert. So wie einmal hier rum und landet dann hier, glaube ich. Ja, damit haben wir das so, aber hier ist es einmal abgeschnitten und hier ist es, denke ich, zu. Ja, das ist der Weg dafür. Gut, das heißt, wir haben das drin. Dann schaue ich mal, ob das Fenster da wirklich so ist. Nein, ist es nicht, denn da kommt schon das. Das heißt, dieses ganze Haus hier, beziehungsweise das ganze Dach und so weiter, muss alles weiter runtergesetzt werden. Wozu gibt es World Edit? Ja, ich weiß aber nicht, ob wozu gibt es World Edit gerade in dieser Situation gut ist. Ich glaube aber, wir lassen das erstmal so und ich nerv euch damit nicht weiter. Ich weiß, ich denke, ihr seid nicht genervt, denn ihr schaut alle noch gut zu. Aber ich möchte das heute nicht zu lang ziehen. Wir machen jetzt noch die letzten 6 Minuten und dann bin ich weg für heute. Und damit wird der Stream dann morgen veröffentlicht für euch zum Anschauen. So, einmal alles dann runter noch eine Ebene. Oha. So, runter eine Ebene. Runter, 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 runter. Runter und natürlich noch runter, 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 runter. So, Simon, ich bin im Dach. Oh, habe ich dich im Dach eingebaut? Welches Aufnahmeprogramm hast du? Ich benutze OBS. Habe ich da jemanden im Dach eingebaut? Oh ja. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob eingebaut. So. Aber das Ganze wird jetzt hier einmal runtergemacht. So. Wir wollen natürlich hier keine Spiele einsperren. So, das heißt einmal hier alles wieder gefüllt. So. Und weiter geht's. Vielleicht kriegen wir das Dach ja doch noch fertig. So. Das Ganze muss jetzt einmal rüber gemoved werden. Meint ihr, ich schaffe das mit World Edit? Ich glaube schon. Want. Also so. Bis so. Und dann einmal Move One. Das sieht nicht richtig aus. Wir arbeiten heute mal richtig schön mit Word Edit und sind faul. So, das heißt, hier muss es wahrscheinlich so sein. Und dann müssen wir das hier jetzt noch einfach ganz simpel verbinden. So, kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Denn ich baue ja alles so gut es geht, 1:1 nach. Das heißt, wenn jetzt irgendwer hier mit reinfuscht, könnte es sein, wenn ein Block falsch gesetzt ist, wie man es ja eben auch gesehen hat, dann funktioniert das Ganze mit dem Nachbauen schon nicht mehr. So, hier muss, glaube ich, noch Glowstone rein. So, und dann führen wir hier die letzten Ebenen. So, es müsste jetzt eine Dreiermitte ergeben, oder? Ja, ergibt es. Das heißt, einmal noch hier was hin. So. Und dann geht's weiter. Vielleicht werden wir noch Freunde von Simon. Freunde von Simon seid ihr. Jeder Abonnent ist ein Freund von mir und ich sehe sogar, es ist ein Abo reingekommen. Danke für das Abo. Ich weiß nicht von wem, denn es kam keine Benachrichtigung, glaube ich, im Stream. Ansonsten erklärt mich darüber auf. So, da will schon wieder jemand im Dach eingesperrt werden. Okay, dann machen wir das so. Nein, natürlich nicht. Ich habe immer noch keinen richtigen Block, deshalb machen wir es einfach richtig professionell und füllen das Ganze hier mit Treppen auf und fertig. Damit haben wir das Dach gebaut und hier auch die Bahn an sich. Jetzt fehlt natürlich nur noch das Beste von der Wasserbahn, Wasser. So, das Ganze kommt dann nämlich hier einmal reingefüllt, einmal so hin und einmal so hin. Und dann einmal 1, 2, 3, 4, 5. Abgebaut und jetzt einmal ein Boot. Ich weiß gar nicht, ob sich Leute mit in ein Boot reinsetzen können. Falls ja, dann könnt ihr das jetzt machen. So, und wir testen mal die Wasserbahn. Und da sehe ich einen Percy. So, ich glaube, die Leute können sich nicht mit reinsetzen. Und hui, hier geht's nach unten. Und gegen eine schwarze Wand.
So. Und die Musik hat aufgehört oder uns verlassen. Ich weiß es nicht. Einmal noch neu starten und dann geht's weiter. So. Die Treppe muss ich noch privat verschieben, aber das ist sie, die Wasserbahn. Irgendwie haben wir länger gebraucht als gedacht, denn wir sind gleich bei gut einer Stunde 30. Ich habe dich abonniert. Ah, danke Philipp für dein Abo. Das heißt, wir sind nur noch 11 Leute von den 2200 entfernt. Sehr cool. Also, ich sehe, es sind noch 14 von euch da. Und jetzt fahren wir noch einmal die ganze Strecke ab, um Revue passieren zu lassen, was heute so passiert ist. Ja, der Stream begann ganz nett und ganz normal. Ich habe angefangen zu bauen, bis dann ein lieber der Gerocraft in den Chat geschrieben hat. Natürlich habe ich erstmal dreimal geschaut, ist es der wahre, ist es der echte? Und ja, er war es. Ihm haben wir dann erstmal die Strecke gezeigt und ein bisschen Fragen gestellt und uns mit ihm unterhalten. Und dann ging es weiter mit dem Bau der Strecke. Doch man denkt nur, es... Leute, ich bin kein guter Erzähler. Man denkt, es würde alles ganz normal laufen. Der Gerocraft schreibt ein bisschen in den Chat, was schon richtig übernormal war. Doch dann kam einfach noch eine 10-Euro-Spende von ihm rein. Weiter ging es dann mit ein paar 1-Euro-Spenden von euch. Danke nochmal an The Redstone, Creepy Crafter und ein Eichhörnchen. Die haben alle nochmal 1 Euro dagelassen. Ich glaube sogar Creepy Crafter 2. Danke für euren Support nochmal. So. Wie ist die Serveradresse? Die Serveradresse bekommt man über ein Formular, welches ich leider nicht in der Videobeschreibung verlinkt habe. ist über The Gerocraft zu erreichen. Das heißt, einfach mal nach Minecart Strecke bauen, suchen auf YouTube, dann sollte man die IP bekommen. Ja, auf jeden Fall ging es nach dem Stream weiter mit ein paar Spenden und wir haben dann da vorne die Wasserbahn gebaut, die sich hier erstreckt. Ich finde, sie sieht schon ganz cool aus, abgesehen von der Treppe, die ich natürlich falsch gebaut habe. Ja, hier geht es dann weiter mit der Strecke über die Wüstenoase, die noch gebaut werden muss. Und da bin ich am Ring hängen geblieben. So, weiter geht es dann hier. Hier fehlt auch noch mal ein bisschen was. Und dann geht es weiter durch die Wüste. So, durch die Wüste geht es weiter. Und hier an der Achterbahn vorbei. Da werde ich mir vielleicht mal ein Minecart hinsetzen lassen. Und dann geht es weiter hier. Und hier kann man dann einmal rum und landet dann in the Woods. Und hier haben wir dann unsere Wasserbahn. Die, wie ich finde, sehr cool geworden ist. 1:1 nachgebaut. Tatsächlich. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.